Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Heute geht es dran mit dem Thema Eier. Eier sind ein richtiges Superfood. Ich mag den Ausdruck eigentlich sonst nicht so sehr, aber im Zusammenhang mit den Eiern passt er wirklich. Die hatten lange Jahre einen schlechten Ruf wegen dem hohen Cholesterinspiegel und einer angeblichen Salmonellengefahr. Was den Cholesterinspiegel betrifft, wissen wir inzwischen, dass das überhaupt keine Aussagekraft hat, weil der Körper das meiste Cholesterin selbst herstellt. Ich habe ein Video dazu gemacht zum Cholesterinmythos, das verlinke ich, das könnt ihr euch anschauen oder andere Videos im Internet. Da gibt es jede Menge dazu inzwischen. Ist also Unfug. Und Salmonellengefahr, die existiert natürlich, aber die Gefahr durch Krankheitserregern, durch Krankheitserreger krank zu werden, indem man ein bestimmtes Lebensmittel konsumiert, existiert bei den meisten anderen Lebensmitteln ebenfalls. Also, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das waren Interessensgruppen, die ihre Ideologie verbreiten wollten oder ihre Produkte verkaufen oder verhindern wollten, dass zu viel Eier gekauft oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, ihr könnt davon ausgehen, dass nichts dem Verzehr von Eiern im Wege steht. Bevor ich anfange, in die Einzelheiten einzusteigen, möchte ich euch ans Herz legen, Bio-Eier zu kaufen oder zumindest Eier aus Freilandhaltung. Das kann man erkennen auf dem Nummerncode, der auf dem Ei direkt aufgedruckt ist. Wenn da kein Code drauf ist, würde ich die Eier nicht kaufen. Das gibt es auch. Wenn ganz vorn die erste Zahl eine 0 ist, sind es Bio-Eier. 1 sind Freilandhaltung. 2 ist, glaube ich, Bodenhaltung. Und ab da wird es dann immer schlechter. Bodenhaltung heißt nicht, dass die raus dürfen. Ne? Boden heißt nur, dass sie nicht in Käfigen sitzen. Also nach Möglichkeit 0. Und wenn es das nicht gibt, 1 nehmen. Denn wenn ihr oder wenn wir an den Eiern sparen, dann bezahlen es die Hühner mit ihrer nicht vorhandenen Lebensqualität. Bitte denkt auch daran, wenn ihr Fertigprodukte kauft, die Ei enthalten, Frischei oder was da so draufsteht, dann könnt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das keine Bodenhaltung, keine Freilandhaltung und keine Bio-Eier sind, sondern das sind Käfigeier, weil das sind die billigsten und die werden dann in solche Produkte reingemengt, sieht ja keiner, dass die nicht so schön sind, dass die keinen orangenen Dotter haben, ne, sondern so blassgelb oder was, sieht man ja nicht. Und die Leute kaufen das Zeug. Also ihr wisst ja, Fertigprodukte sind eh nicht zu empfehlen. Und die Eier, die da drin sind, auch nicht. Also wir sollten wirklich dafür sorgen, dass es endlich aufhört mit dieser Käfighaltung. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da müssen wir uns nicht drüber streiten. Die Nährstoffe in Eiern sind hervorragend. Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren. Und zwar mehr davon als in allen anderen Lebensmitteln. Das Einzige, was da dran kommt, ungefähr, ist die Leber. Leber ist auch eine tolle Sache, da mache ich vielleicht noch ein anderes Video dazu. Aber ansonsten wüsste ich nicht, welches Lebensmittel es mit Eiern aufnehmen sollte. Und wer sich gesund ernähren will, ohne tausende von verschiedenen Lebensmitteln zu konsumieren, ist mit Eiern sehr gut dran. Eier haben wenige Kohlenhydrate, das ist toll für Leute wie ich, die sich Low Carb ernähren. Das sind nur zu ungefähr 0,6%, je nach Quelle, das kann ein bisschen mehr sein. Fett ca. 11%, Eiweiß ca. 13%. Ihr wisst, Fett und Eiweiß sind lebensnotwendig. Die muss man aufnehmen mit der Nahrung, wenn man nicht sterben will. Kohlenhydrate braucht kein Mensch. Das bisschen, was in Eiern drin ist, ist okay. Mehr brauchen wir nicht. Also für die, die Low Carb anstreben. Es gibt Omega-3-Eier, sogenannte. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. In den USA gibt es das auf jeden Fall. Hier in Frankreich habe ich es noch nicht gesehen. Das bedeutet nur, die Hühner, die stellen das Omega-3 nicht her, sondern sie kriegen Leinsamen oder weiß ich nicht, irgendwas daraus hergestelltes zu fressen. Und deswegen haben sie das Omega-3 in ihrem Körper.
Das mag eine Alternative sein für Vegetarier, die kein Fisch und kein Fleisch essen wollen. Alle anderen sind mit Fisch besser dran, was Omega-3 betrifft. Kaltwasserfische, Lachs, Hering, Sardine, Thunfisch, Makrele sind tolle Quellen für Omega-3. Alle Eier sind extrem reich an Nährstoffen, also nicht nur Hühnereier und Vogeleier, sondern auch Reptilieneier und Fischeier. Ne? Ihr wisst ja, Fischeier sind eine ganz tolle Sache für bestimmte Mineralien vor allem. Und es macht ja auch Sinn, wenn man sich das überlegt, denn so ein Ei stellt die Nahrung für den Embryo dar, der darin wächst. Also wenn man jetzt beim Hühnerei bleibt, das Küken, das in einem Ei heranwächst, muss in diesem Ei alles zur Verfügung haben, was es für sein Wachstum braucht. Und das heißt, es muss ein komplettes Lebensmittel sein. In Europa werden hauptsächlich Hühnereier, Enteneier und Wachteleier gegessen. Enteneier hier in Frankreich weniger, in Deutschland auch. Da gab es auch mal Probleme mit der Sicherheit, Gesundheit und so. Aber als ich in England war, habe ich festgestellt, dass es die in jedem Supermarkt gibt. Die sind etwas größer, sind nicht dramatisch anders vom Geschmack her. Also ich fand sie okay. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Der Cholesterin-Mythos ist widerlegt. Dazu habe ich ein Video gemacht. Wie gesagt, das blende ich ein. In den Kommentaren, das verlinke ich in den Kommentaren, und ihr könnt also eure Eier mit gutem Gewissen essen und ihr müsst es auch nicht bei einem Ei pro Woche belassen, wie lange Zeit empfohlen wurde, oder 3 Eier pro Woche. Ich esse im Moment 4 bis 6 am Tag und manchmal sogar mehr, und ich bin der Meinung, ich bin wirklich davon überzeugt, dass mir das nur nützen kann. Und ja, also wer Eier mag, haut rein. Die Vitamine, ja, habe ich erwähnt. Ich möchte jetzt nicht in die Mikrogramm einsteigen, wie viel Mikrogramm von welchem Vitamin sie enthalten. Aber die Vitamine, die wichtigen, sind alle drin, außer dem Vitamin C. Also A, D, E, K. Das sind die fettlöslichen Vitamine. Die sind ganz besonders wichtig. B2, B12, B12, Biotin, Folsäure und so weiter. Da könnt ihr euch schlau machen. Aminosäuren sind lebenswichtig. Das sind Bausteine für Nervenmuskelzellen, Gehirnzellen und auch für den Stoffwechsel sind sie unverzichtbar. Die möchte ich jetzt auch nicht alle auflisten. Von Arginin, Histidin habt ihr vielleicht gehört. Tryptophan ist auch bekannt. Ihr könnt euch da schlau machen im Internet, das findet ihr überall. Arginin und Histidin sind semi-essentielle Aminosäuren. Essentiell bedeutet, dass sie lebensnotwendig sind und dass sie unser Körper aber nicht selbst herstellen kann. Semi-essentiell bedeutet, sie sind ebenfalls lebensnotwendig, aber nur in bestimmten Phasen, also zum Beispiel im Wachstum oder bei der Genesung nach Krankheiten. Der menschliche Körper kann einige Aminosäuren in andere umwandeln, aber dieser Prozess verbraucht sehr viel Energie und ist sehr aufwendig für den Organismus. Und deswegen ist das Ei die ideale Nahrung, weil da alle Aminosäuren drin sind, die wir brauchen. Denn, wichtig, Aminosäuren sind nur dann als Baustoff nutzbar, wenn sie eine ausreichende Menge aller Aminosäuren vorhanden ist. Ansonsten werden sie umgebaut in Fett und Glucose und als Treibstoff verwendet oder in den Fettzellen abgelagert. Und da die Eier eben sehr viele unterschiedliche Aminosäuren in großer Menge enthalten, sind sie ein komplettes Eiweiß und können als Baustoff verwendet werden. Das ist eine tolle Sache. Also keine Angst, dass das auf die Hüften geht. Eier sind nicht nur sehr gesund, sondern sie machen auch sehr satt. Das stelle ich eben fest. Seitdem ich Eier esse,
dass ich weniger Lust habe auf andere Dinge. Mein Fleischkonsum hat sich ziemlich reduziert. Ich ernähre mich ja immer noch nach der T-Rex-Methode, also nur tierische Produkte. Und bis jetzt habe ich mehr Fleisch gegessen und so. Jetzt habe ich mal angefangen, mehr Eier zu essen und da hat sich der Fleischverzehr automatisch reduziert. Das ist also eine gute Sache. Es macht satt, vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort in dieser selben Mahlzeit, aber in der folgenden Mahlzeit, also bei mir ist hier erst am nächsten Tag, kann man den Unterschied feststellen, dass man dann weniger Hunger hat und weniger isst. Und sie helfen also, schlank zu werden oder zu bleiben. Ich esse jeden Tag hartgekochte Eier. Manchmal esse ich einen Teil davon auch roh. Ja, Salmonellen, ich weiß, ich mache das seit Monaten und habe noch kein Problem gehabt. Wenn ich irgendwann ein Problem damit bekomme, dann werde ich es erfahren. Später sterben werde ich daran nicht. Also das kann man auch machen. Man muss halt ein bisschen gucken, wo die Eier herkommen, ne? Keine billigen Ramscheier nehmen. Und die hartgekochten Eier für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich bin sonst kein Typ, der Rezepte im Internet verbreitet. Das ist auch kein Rezept. Aber ich möchte euch trotzdem sagen, wie ich meine Eier koche. Für den Fall, dass jemand da Interesse dran hat. Ich setze die Eier, also ich sorge dafür, dass die Eier Zimmertemperatur haben. Entweder, wenn ich sie kaufe, tue ich sie gar nicht in den Kühlschrank, sondern lasse sie draußen. Oder ich nehme sie am Abend davor aus dem Kühlschrank raus oder früher morgen, wenn ich das später mache, setze sie in kaltem Wasser auf und schalte den Herd ein. Und wenn das Wasser kocht, dann schalte ich den Herd aus und lasse die Eier noch 10 Minuten auf der Platte stehen. Und dann kommen die Eier in kaltes Wasser. Also man kann sie entweder in ein anderes Gefäß geben, wo kaltes Wasser drin ist, oder man kann einfach den Topf in die Spüle stellen und ihn voll kaltes Wasser laufen lassen, bis die Temperatur niedrig genug ist. Und dann sollte man sie da noch ein paar Minuten drin lassen, bis sie einigermaßen abgekühlt sind und man sie anfassen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen. Das ist nicht nur, damit man sich nicht die Finger verbrennt, sondern auch, weil sie sich hinterher leichter schälen lassen. Und diese Eier schmecken toll und lassen sich, wie gesagt, gut schälen. Ihr werdet mir wahrscheinlich irgendwann sagen, ja, habe ich schon probiert. Ja, ältere Eier eignen sich besser für hartgekochte Eier und lassen sich besser schälen als ganz, ganz frische. Also wir hatten ja Hühner hier und wenn ich ein Ei, was gerade an dem Tag gelegt wurde, gekocht habe, dann hatte ich mit dem Schälen meinen Spaß in Anführungszeichen. Das ging überhaupt nicht. Also wenn ich Eier hart kochen will, dann kaufe ich die ein paar Tage vorher, auch eine Woche vorher und lasse die einfach liegen, weil dann die Schälerei wirklich viel, viel einfacher ist. Ja, und seht ihr, das war es eigentlich schon, was ich euch zum Thema Eier erzählen wollte. Esst Eier, das ist eine tolle Sache. Und sie sind auch preiswert, also für jemanden, der nicht so die Mittel hat und der sich zum Beispiel wie ich mit viel tierischen Nahrungsmitteln ernährt, kann das schon eine Preisfrage auch sein. So, ihr Lieben, das war's, was ich euch erzählen wollte. Damit wünsche ich euch eine gute zweite Hälfte der Woche und dann anschließend ein schönes Wochenende. Ich habe noch ein anderes Video in der Pipeline. Das werde ich vielleicht auch heute noch machen. Muss ich mal schauen. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, herzliche Grüße aus der Auvergne. Vielen Dank fürs Interesse, fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis bald.